Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Kennt ihr noch alle den Spruch, nie ohne Seife waschen? Was es damit auf sich hat, was das Ganze mit einem Kompass zu tun hat und vor allem, wie man so einen Kompass hier selber baut, das erforschen wir heute. Um einen Kompass zu bauen, braucht man einen Magneten, egal in welcher Form. Ihr könnt so einen Profimagnet nehmen, aber auch einfach einen aus eurer Küche vom Kühlschrank. Brauchen wir Knete, einen Korken, eine Stopfnadel, eine Büroklammer, etwas Faden, eine Schere, einen wasserdichten Stift, ein Messer, Klebebanden, eine Schale mit Wasser und wenn ihr habt noch einen fertigen Kompass, aber den braucht man nicht unbedingt. Nie ohne Seife waschen steht natürlich für die Himmelsrichtung, nie für Norden, ohne für Osten, Seife für Süden und waschen für Westen. Hier auf dem Kompass seht ihr gar kein O, sondern nur ein E, denn es ist eine englische Ausgabe von einem Kompass. Das E heißt East und bedeutet auch Osten. Jetzt gucken wir erstmal, wie so ein Kompass hier überhaupt funktioniert. Die Nadel von so einem Kompass richtet sich immer in Nord-Süd-Richtung aus, entlang des Erdmagnetfeldes. Die rote Spitze zeigt immer nach Norden. Ihr seht jetzt, das passt noch nicht ganz mit unserer Skala zusammen. Die muss man dann per Hand hindrehen. Und schon weiß ich genau, wo Norden ist und damit auch, wo die anderen Himmelsrichtungen liegen. Und ich kann im unbekannten Gelände nicht mehr verloren gehen. Und jetzt schnappt euch mal euren Magneten und guckt mal, wie der Kompass auf so einen Magneten reagiert. Ihr seht, die Nadel fängt auf einmal an, meinem Magneten zu folgen und nicht mehr nach Norden zu zeigen. Also irgendwas macht dieser Magnet mit der Nadel. Ihr seht, die Nadel folgt dem Magneten. Jetzt haben wir hier nochmal einen anderen Kompass, einen etwas einfacheren. Und auch hier folgt die Nadel wieder dem Magneten. Jetzt wollen wir doch den Kompass einfach mal auseinanderbauen und mal gucken, was denn überhaupt magnetisch daran ist. Jetzt halte ich mal meinen Magneten an die einzelnen Bestandteile, einmal an die Halterung. Da passiert nichts. Dann an das Gehäuse mit der Skala, auch nichts magnetisch. Aber wir haben eine magnetische Nadel in dem Kompass und darum geht es. Die Kompassnadel wird nicht nur vom Magneten angezogen, sie ist sogar selber ein Magnet. Wenn ich jetzt hier mit der Schere komme, dann bleibt sie an meiner Schere hängen. Um einen Kompass selber zu bauen, brauchen wir also eine Kompassnadel. Wir nehmen auch wirklich eine Nadel dafür. Um diese Nadel zu einem Magneten zu machen, müsst ihr nur einfach mit eurem richtigen Magneten immer wieder an der Nadel entlang streichen. Das ungefähr 40 Mal, immer in die gleiche Richtung. Wenn euch langweilig ist, singt ihr einfach ein Lied dabei. Ob ihr dazu jetzt so einen Profimagnet nehmt oder euren Küchenmagneten, das ist völlig egal, es funktioniert immer. Jetzt haben wir schon unsere passende Magnetnadel für einen Kompass. Allerdings kann sie sich so ja nicht frei bewegen, da müssen wir uns noch was überlegen. Wie wäre es denn, wenn wir sie einfach schwimmen lassen? Um so einen schwimmenden Kompass zu bauen, braucht ihr einfach eine kleine Scheibe von einem Korken. Kindern solltet ihr natürlich als Erwachsene helfen, damit sie nicht wehtun. Einfach eine Scheibe abschneiden. Jetzt befestigen wir die Nadel darauf, einfach mit einem Stückchen Knete. So, einfach die Knete oben drauf drücken, das ist wirklich kinderleicht. Und dann lassen wir sie mal zu Wasser und gucken, was passiert. Und ihr seht, unser schwimmender Kompass richtet sich ganz genauso wie der richtige Kompass in Nord-Süd-Richtung aus. Jetzt müsst ihr nur noch mit dem Stift beschriften, wo Norden und wo Süden ist. Norden wird bei uns hier diese goldene Spitze, Süden die silberne Spitze. So, Norden und Süden. Und schon zeigt euch euer selbstgebauter Kompass an, wo Norden ist. Wenn ein Kompass schwimmen kann, kann er vielleicht auch fliegen. Das könnt ihr auch nochmal ausprobieren. Dafür könnt ihr euch wieder eine Nadel nehmen oder sogar so eine Büroklammer, die ist etwas leichter aufzuhängen und macht sie erstmal wieder zu Magneten. Also immer schön in die gleiche Richtung drüber streichen und magnetisieren. So, das sollte wieder reichen. Dann nehmt ihr einfach ein Stück Faden und knotet die Büroklammer oder eure magnetisierte Nadel daran. Und dann hängen wir sie gleich mal auf und gucken mal, ob sich die beiden dann auch in Nord-Süd-Richtung ausrichten. Ich hänge jetzt unseren fliegenden Kompass einfach mal mit einem Stück Klebeband hier an den Stuhl. So, das müsste halten. Dann gucken wir mal, ob er sich auch so schön ausrichtet. Ihr seht, beide Nadeln haben sich jetzt schon in die gleiche Richtung ausgerichtet. Und jetzt kontrollieren wir nochmal mit dem Kompass. Und auch der Kompass zeigt in die gleiche Richtung. Hat also funktioniert. Jetzt müsstet ihr euch nur noch markieren bei der Nadel und bei der Büroklammer, wo Norden ist und wo Süden ist. Und schon hättet ihr wieder einen fertigen fliegenden Kompass. So, und jetzt könnt ihr natürlich erst richtig ins Forschen kommen. Was passiert zum Beispiel, wenn ihr euren selbstgebauten Kompass zu Wasser lasst und dann mit dem Magneten in die Nähe kommt? Oder was passiert, wenn ihr so einen großen Magneten einmal im Boot baut und ihn dann schwimmen lasst? Wird er dann auch zum Kompass? Oder wenn ihr mehrere so kleine Kompasse baut und zu Wasser lasst, was passiert dann? Oder was passiert, wenn sich zu einem fliegenden Kompass ein Magnet nähert oder ihr mit dem Kompass durch das Haus lauft?
Euch fallen bestimmt auch noch ganz viele Sachen ein, die ihr ausprobieren könnt. Viel Spaß dabei!